zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in Fabiola Cucina. Heute mache ich, wie versprochen, il numero due aus meiner Serie von 4 Rezepten Cucina Povera. Arme Leute essen, ja? Immer ganz einfache Zutaten, die einfach super lecker schmecken. Tolle Rezepte. Questa volta ho scelto. Für heute habe ich ausgesucht die Cacio e Pepe. Cacio heißt nichts anderes wie Käse, ja? Cacio e Pepe ist ein römisches Spaghetti-Rezept. Einfach nur drei Zutaten, drei Hauptzutaten, ohne jetzt die Butter und das Öl mitzuzählen. Und wir haben eine, uno spaghetto, una meraviglia. Va bene? Cominciamo con tutti gli ingredienti. Fangen wir an mit all den Zutaten. Als erstes braucht ihr hauptsächlich, ich gehe mal von zwei Personen aus, okay? Ihr findet all meine Zutaten unten in meiner Leiste zum Ausdrucken, Nachlesen, wie auch immer. Alles nochmal detailliert erklärt, ja? Prendiamo 150 Grammi, 150 Gramm, die Pecorino Romano. Ihr kauft es am Stück und reibt es dann selbst, ja? 150 Gramm, ihr braucht da wirklich sehr viel davon, weil es muss ja nach was schmecken. Und wenn ihr weniger nehmt, es sind ja nur diese zwei Zutaten wie Pfeffer und Käse drin. Also muss man da schon, auch wenn es euch viel vorkommt, wirklich 150 Gramm nehmen für zwei Personen. Va bene? Wenn euch der Pecorino Romano, der auch etwas salzig ist, ja zu intensiv ist, könnt ihr gerne den Pecorino Romano mit Parmigiano, irgendeinem Parmesan mischen, ja, also halbe halbe mit 150 Gramm, aber ich nehme wie original die Cacio e Pepe, 150 Grammi solo Pecorino Romano. Dann brauchen wir Pfeffer. Bei dem Pfeffer ist es ganz wichtig, Pfefferkörner, schwarze Pfefferkörner, zwei Teelöffel für zwei Personen, dass ihr den Pfeffer nicht, also im Nachhinein, wenn es fertig ist, könnt ihr gerne mit der Pfeffermühle, ja. Aber davor ist es ganz wichtig, dass ihr das selbst zerkleinert und kurz bevor ihr es anfangt zuzubereiten. Va bene? Poco prima di preparare il pepe si fa fresco. Ich zeige euch mal, also ich besitze jetzt selbst, muss ich nochmal kaufen, eine größere, nur so einen kleinen Mörser, ja, damit würde es sogar theoretisch auch gehen. Aber wenn, in dem Fall habe ich es anders gemacht, so wie ich es immer mache, es erinnert mich an meinen Opa, der hat das immer ganz banal mit einem Stein. Wenn ihr einen größeren habt, ist es noch besser, macht es damit. Mein Opa, der hat es folgendermaßen gemacht, una dimostrazione piccola, va bene, questo il pepe, das hat mir, das ist irgendwie so ein Stein, der ist flach auf einer Seite, hat mir meine Tochter geschenkt, mit Disegni, aus dem Kindergarten. So, und dann einfach so schön. Deswegen ist es nämlich wichtig, dass ihr das kurz davor macht. Und das soll auch unregelmäßig sein. Davon lebt dieses Rezept. Va bene? Oh, come si diffonde il profumo. Subito, guarda. So, ne? Einfach so zerreiben mit einem Stein, irgendeinem flachen Gegenstand, was ihr habt. Oder eben mit einem größeren Mörser, ja? Gut. Fresco, fresco. Perfetto. Dann brauchen wir noch, ich mache es so, ja, zwei Esslöffel Butter und circa, da kann man nicht so genau Angaben machen, zwei Esslöffel Öl. Va bene? Cominciamo con cacio e pepe. Benissimo. Allora, als erstes fangen wir an, den Pfeffer schön frisch gemahlen. Den Pfeffer anzurösten, ohne nichts. Da ist noch keine Butter und noch kein Öl, ja? Wir rösten den Pfeffer an. Ich hätte ja beinahe vergessen, was wir noch dazu brauchen. Spaghetti. 300 Gramm, 300 Gramm für zwei Personen. Ja, also da kann man schon nehmen, weil das lebt ja nur von diesen wenigen Zutaten. Wenn man dann zu wenig Spaghetti hat, man non risparmiamo, sparma nix, oder? Bene! Oh, das riecht, dieser Pfeffer. Dann fangen wir an und geben unsere Butter dazu. Ecco qua. Che profumino.
qua e aggiungiamo l'olio. Gleichzeitig, wenn das Wasser kocht, ich sage mal circa 2 Esslöffel, wer mehr mag, macht mehr, wer weniger mag, macht weniger. Bei Öl kann man nicht immer so genaue Angaben machen. Ecco qui. E adesso è arrivato il momento di mettere il nostro spaghetti. Ich habe hier mich entschieden für eine Spaghettino Numero 11. Nummer 11, die gehen ja auch nach Nummern, ne? Nummer 7 ist ganz dünn, dann gibt es auch die noch dickere wie Nummer 11. Ich benutze meistens Dececco. Und diese hier kocht 7 Minuten al dente. Und dann, Dececco hat ja immer so ein Zeitformat, Zeitfenster. Zwischen 7 al dente, 7 Minuten, oder 9 Minuten dann schon richtig durchgekocht, ja? Ich mache es auf alle Fälle 7 Minuten. Va bene? 7 Minuten und habe die Nummer 11 gewählt. Also es sollte schon ein dickerer Spaghetti sein, ne? Bisogna avere un po' di sostanza in questo qui. Eccolo qua. Bei Spaghetti, ganz wichtig, ja, das Wasser kocht. Bitte nehmt immer einen hohen Topf, ja, also nicht so niedrigen. So. Ecco. So. Die Zeit. Facciamo 7 Minuten. Vediamo un po'. Perfetto. Den Pfeffer mit der Butter und dem Öl, das kann jetzt sozusagen den Geschmack von dem Pfeffer annehmen, ja? Das riecht schon so ganz intensiv. Diese Pasta werden wir nicht abgießen, wie normalerweise, ja? Sondern wir werden sie praktisch mit etwas Wasser auch, mit dem Pastawasser, das viel Amido enthält, sagt man auf Italienisch, l'amido ist nichts anderes wie die Stärke. Die Stärke, die im Wasser ist von der Pasta selbst, ja. Die ergibt nochmal so einen Geschmack mit dem Pastawasser. Wir werden weder Sahne benutzen, noch irgendeinen Creme fraiche oder sowas, um diese cremige Substanz zu bekommen, sondern wir werden das in der, auf Italienisch sagt man Mantecatura, was man auch im Risotto benutzt, la mantecatura che si può fare col burro, col formaggio, was man mit der Butter, mit dem Käse erreichen kann, indem man es ganz langsam, immer wieder und nicht alles auf einmal, hineinarbeitet und hineinrührt, hineinarbeitet, hineinrührt und so weiter. Dieser Vorgang nennt sich mantecatura. Va bene? E questo lo facciamo oggi con questa pasta cacio e pepe. Ich liebe ja diese einfachen Gerichte, ne? Wie gesagt, ihr braucht dafür nicht... Oft sind es ja auch Zutaten, die ihr einfach zu Hause schon da habt. Ein bisschen Pecorino, ein bisschen Butteröl, Spaghetti und Pfeffer. Spontanrezept. Ne? Hört ihr das? Die Musik? Das Lied heißt Antonia Pensa. Das ist Musik von Piazza Grande. Mit mir. Die CD, falls ihr euch interessiert, die könnt ihr in meinem Kanal euch anschauen und auch bestellen. Das ist von unserer zweiten CD, Terra dei Fuochi. Bei dem Intro ist es das Lied auch auf Terra dei Fuochi zu finden, Fragola e Passione. Hm? Also wenn euch die Musik interessiert, außer meine Gerichte, könnt ihr das gerne bestellen. Bene, würde mich sehr freuen. Wunderbare CD, sind ganz, ganz viele italienische Lieder drauf, süditalienische Musik, fantastica. Jetzt 7 Minuten. So, die Spaghetti sind al dente, so 1-2 Minuten vorher, bevor sie dann richtig durchgekocht sind. Ich nehme sie heraus und lasse absichtlich, ja, absichtlich etwas Wasser darin. Va bene? Dobbiamo passare un po'. Ma
Okay, ich habe es nicht verlernt. Ganz wichtig, nicht zu lange auf der Flamme lassen jetzt, sondern die Zutaten nacheinander von der Flamme weg hineinarbeiten, ja? Ecco qui. Formaggio. Acqua. E cominciamo. Ah. Und so nacheinander arbeitet ihr bis auf 20, 30 Gramm, ja, von dem Pecorino, was ihr dann natürlich übrig lasst für die Teller, für die Garnierung. So, und immer wieder auch ein bisschen von dem Pastawasser und dann di nuovo. Dieser ganze Vorgang dauert mindestens 2 Minuten so. Ah. Wichtig ist, dass ihr das dabei von der Flamme nehmt, ja? Wenn ihr natürlich nicht ganz used to mit diesem Schritt, denn ich kriege das auch nur mit dieser Wokpfanne hin, dann nehmt ihr einfach, das ist nicht so schlimm, ja? Dann nehmt ihr einfach 2 Geräte, ja? Und rührt es einfach so ein. Wichtig dabei ist, dass der Käse nicht anfängt zu klumpen. Es muss eine schöne Creme ergeben. Dann lieber mehr Wasser und warten, bis das Wasser sich sozusagen aufsaugt. Ja? Ecco qua. Ecco qua. Mm. Ma che buono, che fame. Eccolo qui. Che meraviglia. Adesso lo facciamo proprio professionale. Jetzt machen wir es ganz professionale. Prendiamo qui. Ecco qui il nostro formaggio. Lo facciamo tutto professionale, va bene? Mm. Così lo fanno al ristorante, eh? So machen die das im Restaurant. Ecco qui. Voilà. E voilà. Che bella porzione. Oh, si è scaduta un po'. Parmigiano pecorino. Pecorino. Ecco qui. Un po' di pepe. Ihr könnt ja natürlich dann den Pfeffer aus der Mühle nehmen. Mm. Proviamo un po'. Mm. Mm-hmm.